Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Tantu Gaming. Ich bin's, euer Tan. Und das hier ist jetzt die dritte Folge von Road to Commander. Wir sind bereits auf Level 5 und ja, ich würde sagen, wir suchen einfach direkt eine Runde. Oh, die Runde hat gerade erst angefangen. Also mal gucken, was jetzt so geht. Auf Havoc ist jetzt nicht meine Lieblingsmap, also wird vielleicht schwer. Ja. Also Leute, ich habe auch echt lange nicht mehr gezockt. Also bitte seid mir nicht böse, wenn ich jetzt kein Aim habe oder so. Der liegt da einfach. Ah, fängt ja schon mal gut an. Aber ich lüge euch nicht an, also ich nehme halt auch wirklich immer auf, wenn ich zocke. Damit ihr halt auch einfach die guten Runden, aber auch die schlechten Runden seht. Damit ihr nicht denkt, dass ich jetzt hier einfach immer auf ein krasses Gameplay schwitze. Da. Oh, komm. Ja, Leute, also die dritte Folge ist das jetzt. Hatten letzte Folge eine richtig krasse Runde gehabt. Jetzt. Der erste Kill. Ist auch der zweite. Der dritte und den vierten, den holen wir nicht. Erstmal chillen. Ja, Kriegsmaschine, ja, konnte ich nichts machen. Ja, 3 zu 4 ist ganz okay bis jetzt. Turn-on geben. Er liegt da in der Ecke, ey Leute. Ich wette, das hatte jeder mal einfach von euch, dass sie einfach da immer in der Ecke rumgammeln und sich keinen Millimeter bewegen. Ja, die Lobby fuckt echt schon wieder ab. Aber wie gesagt, ich bleib jetzt einfach drin und zock das auch durch. Ich suche jetzt nicht nach einer perfekten Lobby. Und immer von hinten. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Und der gibt mir einfach. Ja, ich habe kein Aim, Leute. Habt ihr ja gerade gesehen. Hab mich auch nicht eingespielt oder so. Also ich nehme jetzt einfach direkt die erste Runde auf. Damit ihr auch alles immer miterlebt. Ey, verpiss dich. Von wo kommen die? Von wo? Ja, einen haben wir geholt. Ja, mein Teammate hat mich natürlich wieder blockiert, so dass ich überhaupt nichts machen kann. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Oh, und wir treffen keinen. Die war alle auf einem Haufen. Also mal gucken, vielleicht nehme ich gleich noch eine zweite Runde auf, aber die Runde läuft gerade echt nicht gut.
Ja, von links. Oh mein Gott, den haben wir noch. Und wieder von hinten. Ja, also die Gegner sind aber auch echt nicht schlecht. Wieder von hinten, dieser Aim, einfach Aim heißt, ey, der ist, der hat mich schon locker 4-5 mal geholt. Feindliche Vorräte über uns, feindliche Drohne gesichtet. Fast beide. Und er macht einen Triple Feed mit der Kriegsmaschine natürlich. Und der hängt da hinten wieder. Mein Gott, ey. Das ist so eine Dreckslobby. Er spammt da einfach rum und dann trifft er mich natürlich auch irgendwann. Und ja, das war eine ziemliche Scheißrunde. Gerade mal eine 1er KD, die Gegner waren aber auch echt stark. Die haben halt auch ziemlich abgefuckt, Leute. Und ja, also wie ihr schon gesehen habt, unser Kanal besteht bis jetzt aus Call of Duty, Paragon und Destiny. Und mein Bruder Tu, der spielt halt überwiegend Paragon und Destiny und ich werde mich eher so auf Call of Duty konzentrieren. Also vielleicht wird auch noch auf dem Kanal mal FIFA kommen, mal gucken. Gucken, wie ich Bock darauf habe. Ja, aber bis jetzt Road to Commanders macht mir eigentlich Spaß, weil das, was mir auch Spaß macht, ist einfach, dass ich es immer einfach aufnehme und nix cutte oder überspringe, sondern ihr seht einfach den ganzen Weg von Level 1 bis Level 55, auch wenn es vielleicht ein etwas längerer Weg sein wird, weil ich bin jetzt nicht der Pro-Gamer, gebe ich zu, ich spiele auch echt nicht oft. Denn ja, ich habe einfach keinen Bock, den ganzen Tag vor der Konsole zu sitzen. Und ja. So, wir haben jetzt hier den Schalldämpfer für die KN bekommen. Ja, ich überlege gerade. Ja, okay. Wir können auch keinen dritten Aufsatz drauf tun. Erst ab Level 16. Es dauert noch ein bisschen. Ja, Leute, ich denke, ich werde jetzt mal die Kuda ausprobieren. Vielleicht mal in dem Gameplay, wenn es jetzt mit der KN wieder nicht so läuft. Da, ich gehe raus. Redwood gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt sind wir nachgejoint, egal. Oh ja, Stronghold ist eigentlich eine gute Map.
Ja, okay, die Runde. Ich denke mal, ich starte gleich noch eine dritte Runde, weil die ist jetzt fast schon zu Ende. Und sieht auch ein bisschen Abfuck aus, die Runde. Ja, okay. Ja, die Gegner. Ja, okay, Leute, das. Also, da kann ich jetzt. Ihr habt es gerade gesehen am Scoreboard hier nochmal. 4er KD, 3er KD. Die sind komplett am Rasieren, die Gegner. Ich bin natürlich ins Verliererteam gejoint, da wäre ich jetzt. Kann ich froh sein, wenn ich überhaupt mal einen Kill bekomme. Weil die gerade so krass am Dominieren sind. Ah, den. Ja. Ja, Leute. Das ist halt Call of Duty. Die Gegner sind einfach nur krass. Hier sind immer. Ey, Leute, was ist das gerade hier? Die Spawn-Trap-Mons des Todes. Die laufen immer in kleinen Grüppchen. Da kommt die Nate, ich bin flashed. Was soll ich machen? Okay, den haben wir wenigstens. Oben war noch einer. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Nice geplayed. Okay, danke, Teammate. Den haben wir auch. Okay, den challenge ich nicht. Ja, welch. Ja, okay, wir haben jetzt hier noch ganz gut was rausgerissen, sag ich mal. Also besser als mit 0 Kills hier rauszugehen, Leute. Ja. Wir sind jetzt wenigstens Level 6. Also ihr habt es gesehen, hier Scoreboard. Bis auf die letzten zwei sind die Gegner echt krass gewesen. Das könnte heute ein bisschen eine längere Folge werden, weil ja, die erste Runde hat mir einfach nicht gefallen und die zweite sind wir jetzt nachgejoint. Deswegen bleiben wir jetzt eigentlich hier noch drin, auch wenn die Gegner echt gut waren. So. Ja, wir haben bis jetzt eine 1,9er KD. Ist ganz okay, aber das sagt halt noch nichts aus, weil. Wir haben gerade mal 76 Kills und 40 Tode. Also ab dem vierstelligen Bereich sagt das echt erst was aus. Ja, das wird hier wahrscheinlich wieder Stronghold werden. Ja, Leute, ich hoffe jetzt. Also, ich finde es echt scheiße, dass die M8A7 erst ganz am Ende kommt. Weil das ist halt auch einer meiner Lieblings-ARs. Also die zocke ich echt gerne. Ja, was soll man machen? So. 2, 1, los geht's. Erstmal warten. Sorry, dass ich gerade hier liege, aber ich will jetzt nicht wieder einfach reinsprinten. Okay, doch.
Von wo kommen die jetzt? Okay, den holen wir trotzdem, obwohl er uns geflasht hat. Ja, dann von hinten kann ich nichts machen. Teammate. Ey, was ist das für ein Spasti? Der läuft die ganze Zeit in unserem Spawn da rum und holt da einfach jeden weg. Ja, danke. Schon wieder da hinten. Ich gehe jetzt mal außen rum. Ja, von hinten wieder. Da ist er. Scheiße, fuck, der spawnt da. Okay, wo ist der? Da ist er, da ist er. Ey, wie viel Pech. Komm, wir fangen mal die Kuh an, weil die haben wir auch erst auf Level 1. Die müssen wir auch irgendwann hochspielen. Da ist wieder der gleiche. Und von hinten. Jetzt sind wir wenigstens mal hier gespawnt. Gerade gucke ich da nicht hin und direkt spawnt, direkt fliegt er dahin. Das ist so lächerlich immer. Ja, er ist da gerade gespawnt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, Leute, ich glaube, heute läuft es einfach nicht, aber ich versuche es natürlich weiter. Ich weiß nicht, heute stimmt einfach irgendwas nicht. Oder die Gegner sind halt auch einfach gut. Okay, Teammate. Kondensatoren auf Maximum. Also. Entweder kommt es mir so vor oder halt einfach die ersten beiden sind einfach zu krass. Ja, kann jetzt auch mal ein Gegner kommen. Ja, dann habe ich den auch. Den auch. Das war nice gemacht mit dem Sturm. Den auch. Okay, jetzt haben wir die Drohne. Immerhin. Okay, ich gehe jetzt außen rum. Okay, nice, Hellstorm. Es läuft doch, Leute. Okay, hauen wir die mal raus. Wo seid ihr? Ja, okay, wenigstens ein. Also auf dieser Map ist die Hellstorm echt nicht so gut, weil wegen dem Haus halt und es geht halt die meiste Action im Haus halt meistens ab. Deswegen ist es jetzt nicht so effektiv. Aber wenigstens einen geholt. Okay, der kommt hoch. Eins vor Talon. Das will ich mir jetzt nicht verkacken. Und jetzt haben wir die Talon. Ey, Talon, hol den doch! Nice. Ja, okay. Ich habe mich jetzt zu sehr auf die Talon verlassen, irgendwie.
Okay, den holen wir, obwohl er die Sense hatte. Ja, und der wartet schon auf mich. Da kann ich nichts machen. Ja, die stehen alle da hinten. Mein Gott, ey. Drohne nähert sich. Okay, den haben wir. Wow. Ah, der hatte Aktivtarnung. Ja, das hat er schlau gemacht, muss ich zugeben. Oh mein Gott, das war nice. Ich wusste einfach, dass der da liegt, weil ich den da herlaufen sehen habe. Okay, Leute, 20 zu 11, passt eine 2er-KD, das ist doch ganz gut. Mit der Kuda lief es ein bisschen besser. Aber der hätte mich aber auch noch fast geholt, weil ich stand halt einfach direkt vor ihm. Hätte mich vielleicht von hinten anschleichen sollen, aber egal. Ja, das ist doch eigentlich jetzt noch ein guter Abschluss. Ja, Leute, wir haben einiges erreicht in dieser Runde. Es war echt eine gute Runde und ich mache jetzt noch kurz meinen Klasseneditor. Wir haben das Großkaliber, das ist natürlich eigentlich sehr geil, aber ich hätte gerne den dritten Aufsatz, deswegen lassen wir es erstmal so. Okay. Ja, die Tarnung haben wir immer noch nicht, die erste ist eigentlich egal. Hier haben wir schnell ziehen schon mal. Ja. So, wir haben noch 11 Kryptos. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Kiste auf. Mal gucken, was wir bekommen. Ja, okay. Das ist eigentlich scheiße. Ja, egal. Also die letzte Runde war echt gut, Leute. Also das war's auch jetzt schon von der dritten Folge von Road to Commander. Ich hoffe, euch hat's gefallen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.